Also hat uns die Geschichte erzählt mit diesem Mann, der mit dem Tod konfrontiert wurde. Und ich denke, wenn man heute in die Welt reinguckt, dann wird einem doch etwas bewusst. Die Welt ist noch gefährlicher, wie sie vorher war. Sie war schon immer gefährlich. Aber wenn man heute sieht, ich war am Freitag in Stuttgart, ich habe zuerst gar nicht dran gedacht an diese Anschläge und kam aus dem Bahnhof raus, da hat es nur noch gewimmelt vor Polizisten. Da wurde es mir dann auch langsam klar, dass wohl die Gefahr nicht bloß im Ausland sitzt, sondern dass die direkt vor der Haustür sitzt, egal wo du hingehst, tickt diese Bombe. Also jetzt müssen wir einfach sehen, es sind nicht immer nur die Bösen, die das tun, sondern es ist manchmal auch so, dass es das Gericht Gottes ist. Als dieser Turm in Siloa zusammenstürzte und die Menschen entsetzt zum Herr Jesus kamen und fragten, also praktisch, oder wollten ihm das erzählen, sagt er, beziehungsweise es ging um eine Sache und er hat ihnen dann das zitiert, was hier passiert ist und sagt, hat sie erinnert und sagt, an dieser Geschichte, glaubt ihr, dass die größere Sünder waren wie die anderen? Sagt nein, sondern wenn er nicht Buße tut. Das Gleiche, er hat ihnen dann eine zweite Geschichte erzählt, hat ihnen von dieser Begebenheit bei Pilatus, wo auch ein Böser war, der Pilatus, der sogar bei religiöser Handlung die Leute umgebracht hat, das Blut mit den Opfern vermischt hat. Und wieder kam die eindeutige Aussage, wenn er nicht Buße tut. Das heißt, hier in dieser Welt ist es sehr, sehr gefährlich. Und jetzt geht die Bibel hin, und zwar der Herr Jesus redet über das Ende der Zeit, über unsere Tage. Ich möchte dazu lesen, Lukas 17, Vers 24 bis 37. Er erklärt hier, was mit seiner Wiederkunft sein wird, wie er wiederkommen wird. Er sagt, denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Also er erklärt hier zwei Dinge, dass die Leiden sein erwartet und dass er wiederkommen wird. Jetzt beleuchtet er das Umfeld. Er sagt, und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Und ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten und sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Wer aber an jenem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um dasselbe zu holen. Ebenso, wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Gedenket an Lots Frau. Wer sein Leben, das steht im Griechischen Seele, wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird genommen, der andere zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen, der eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen werden. Sie antworteten und sprachen zu ihm, wo Herr? Der sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Ist erschüttert. Der Jesus sagt uns also ganz klar, es wird eine Zeit kommen, vor seiner Wiederkunft, da wird es sein wie zur Zeit Noahs. Und parallel dazu wird es sein wie zur Zeit Sodom und Gomorras. Wenn man jetzt einfach einen Blick werfen, in 1. Mose 18, Vers 20, dann sehen wir etwas, wie Gott hier gleich zu Beginn der Menschheit handeln muss. Und zwar, es heißt hier, und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sich's wirklich ganz nach dem Geschrei, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Ich denke, man müsste hier beachten von der Bibel her, der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen über alles Fleisch. Von daher kann man die Bibelstelle dann erklären, warum Gott sagt, er geht, muss es sich ansehen. Aber hier ist etwas, die Bibel sagt ganz klar, es gibt ein Geschrei über Sodom und Gomorra und das Geschrei ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Und das ist genau das, was wir heute haben. Wir haben heute eine Gesellschaft, die sowas von gottlos ist, dass es nicht mehr zu beschreiben ist. Und zwar nicht hier in Deutschland.
nicht in Amerika, sondern weltweit. Das heißt, die Sünde geht durch diese Kurzlebigkeit der Medien, geht wie ein Lauffeuer über die Lande. Das heißt, es wird jetzt alles ganz kurzfristig. Wenn bisher Sünde nicht einmal im Kopf eines Menschen war, wird sie jetzt durch die Medien blitzartig über den ganzen Erdball verbreitet. Und das ist das Antichristliche, das Teuflische. Und im Endeffekt findest du dann diese ganze Gräuelsünde über die ganze Erde zerstreut, egal wo du bist. Und das ist Endzeit, wo die Bibel plötzlich sagt, es wird sein wie zur Zeit Sodom und Gomorras. Jetzt war aber Sodom und Gomorra nur ein begrenzter kleiner Ort. Und hier letztendlich sagt die Bibel, es wird die ganze Welt sein. Es wird auf der ganzen Welt zugehen wie bei Sodom und Gomorra. Wenn man Sodom und Gomorra denkt, dann denkt man immer an bestimmte Sünde oder Unzucht. Aber es ist eigentlich interessant. Die Bibel sagt noch was, und zwar sie sagt in Hesekiel 16, Vers 49, dass hier eine Wurzel dieser Sünde war, eine Wurzel dieser Ausbrüche, die letztendlich geschehen sind. Wenn der Jesus sagt, es wird sein wie zur Zeit Sodom und Gomorrahs, ich möchte mal Noah zurückstellen, einfach Sodom in den Mittelpunkt, dann heißt es hier, siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Jetzt kommt eigentlich nicht unbedingt die Unzuchtsverirrung, sondern jetzt kommt die Wurzel. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber den Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand. Das ist genau der Zustand, der sich hier vor allem in der westlichen Welt zeigt. Das heißt, man hat hier einen ungeheuren Hochmut. Man glaubt, ohne Gott leben zu können. Man ist eiskalt dabei, aus jeder Verfassung Gott rauszuwerfen. Und hat nie Psalm 2 gelesen, wo drin steht, dass Gott über das alles bloß lacht, um dann in seinem Zorn mit ihnen zu reden. Und das Nächste, was hier ist, Speise in Fülle, das heißt Wohlstandsgesellschaft und sorglose Ruhe. Ist doch ruhig gerade, trotz solcher Anschläge. Und jetzt sagt er ganz klar, um die Armen kümmern sie sich nicht. Das heißt, wir haben genau die Situation dieser Welt. Man könnte die ganze Welt speisen, man könnte alle Menschen einen Rahmen bilden, dass sie letztendlich leben könnten, wenn nicht hier die Interesse, diese teuflische Interesse des Menschen da wäre, sei Egoismus. Und Gott sagt, so wird es sein, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Es wird genau diese Welt kennzeichnen. Eine weltweite Sündhaftigkeit, ein gewisser Wohlstand, zumindest in unseren Reihen, und es wird Hochmut da sein. Man glaubt, dass man Gott nicht mehr braucht. Und letztendlich, man wird sich nicht um die kümmern, die zugrunde gehen. Man ist einfach im Zustand, der furchtbar ist. Und dann heißt es hier von Sodom und Gomorra, ich möchte noch eine Stelle dazu lesen, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, 5. Mose 29, 22, man redet ja immer von Sodom und Gomorra, es waren aber 4 Städte, nicht 2. Und zwar, und wie er dieses ganze Land mit Schwefel und Salz verbrannt hat, dass es nicht besät werden kann und nichts hervorbringt, dass kein Kraut darauf wächst, gleich wie Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim umgekehrt worden sind, die der Herr in seinem Zorn und Grimm umgekehrt hat. Und jetzt kommt was Interessantes, die direkte Sünde wurde nur über Sodom und Gomorra letztendlich bei Gott vorgebracht. Aber es hat diese Städte, die im Fahrwasser von Sodom und Gomorra geschwommen sind, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die Rädelsführer waren, sie wurden mitgerissen. Und das ist ein entscheidender Punkt bei der Sünde. Es ist bei Sünde oft so, wie beim Rauchen. Es war für mich hochinteressant, dass eigentlich das Passivrauchen gefährlicher sein soll, wie das Aktivrauchen. Dass das scheinbar gefährlicher ist. Wenn du im Büro bist, da qualmt einer. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das passive Mitgehen ist von der Bibel her genauso gefährlich. Diese zwei anderen Städte wurden genauso ausradiert wie Sodom und Gomorra, obwohl sie nicht genannt werden in besonderer Weise. Sie kommen ein paar Mal indirekt. In 1. Mose 14 hat damals zu dieser Kriegstruppe gehört. Und wenn man jetzt 1. Mose 19 sich ansieht, dann sieht man plötzlich etwas. Da sieht man jetzt so einen typischen Gläubiger der Endzeit, diesen Lot. Er sitzt nämlich im Tor von Sodom. Das heißt, er ist hier, hat sich etabliert. Tor bedeutet zumindest, dass er eine gewisse, ich sag's einmal, Funktion wahrgenommen hat, um seine bürgerlichen, ich sag's einmal, Rechte und Funktionen hier auszuüben. Das heißt, er war ein gewisser Funktionär sogar in dieser Stadt. Da muss ich fragen, was macht der Gläubige im Tor von Sodom? Und das ist das, was man heute fragen muss. Was macht der Gläubige in dieser Welt, wo wirklich Sodom und Gomorra aus jeder Ecke hervorschaut? Und wenn man es jetzt mal hier ansieht, dann sieht man in Vers 5, er kriegt Besuch und plötzlich kommen diese Menschen in ihre sexuelle Verirrung und das war damals genau das Gleiche. Er sagt, wie Sodom und Gomorra, und hier war letztendlich Homosexualität.
Und das ist genau das, was die Bibel sagt, was die Endzeit vor der Wiederkunft Jesu prägen wird. Das heißt, wir haben hier ein Zeichen. Wir haben das Zeichen Israel, der Feigenbaum blüht. Wir haben die Völker, die ausschlagen, die Bäume. Wir haben die ganze Endzeitzeichen. Wir haben das Zusammenballen einer Weltreligion. Wir haben das Zusammenballen einer Weltregierung. Wir sehen plötzlich, wie man von dieser One World redet, wie man plötzlich Weltpolizei schafft. Es wird alles geschaffen. Es bildet sich ein riesiges Gebilde. Eine Welteinheitskirche, eine Weltregierung. Das sieht man langsam, wie sich's abzeichnet. Und mittendrin sind genau diese Sünder, die die Bibel nennt. Und genau das ist ein Zeichen der Endzeit, dass nämlich das letztendlich alles weltweit zum, ich sag's mal vorsichtig, Normalzustand kommt. Die vier Sünder der Endzeit aus Offenbarung 9,21, wo Unzucht ja eine Zentralsünde ist, außer Betrug, außer Mord, außer Zauberei, das wird langsam immer zum Normalzustand dieser Welt. Du kannst, wenn du die Zeitung aufschlägst, und ich lese Zeitung relativ intensiv und relativ genau, aus diversen Gründen, und ich schlage hinter die Kinoanzeige auf, dann hast du fast nur okkultes Zeugs. Das heißt, der Okkultismus geht wie ein Lauffeuer über diese Erde. Und ich muss nochmal eins dazu sagen. Wenn man das nicht mehr erkennt, dass zum Beispiel Tolkien, Herr der Ringe, dass Harry Potter, dass das alles aus der untersten Hölle kommt, dann erkennt man nichts mehr. Dann ist schon das Brett vorm Kopf. Entschuldigung. Zu unserer Zeit, wenn sich Menschen bekehrt haben, dann haben sie ihre okkulte Literatur, das ist eine sehr gute Übung, als sie sich bekehrt haben, dann haben sie ihre okkulte Literatur abgeliefert. Wir haben teilweise oben am Waldheim haben wir ein Feuer gemacht, um das alles zu verbrennen. Das war der Normalzustand. In dem Moment, wenn Gott handelt und der Herr sich wirklich bekehrt, dann trennt man sich von diesen Dingen. Dann trennt man sich von diesen vier Sünden der Endzeit einfach radikal. Aber jetzt sehen wir hier Lot, der ja laut Bibel gläubig war. Ist ja erstaunlich. Er war gläubig, aber vollkommen lasch und vollkommen, ich sag's mal lau, aber er war bekehrt. Und du siehst hier, Lot wurde, und das sehen wir nachher in den Texten, er wurde aufgrund der Fürbitte Abrahams gerettet. Abraham hat so Fürbitte für ihn eingelegt, dass er gerade nicht durchkam. Und hier sieht man etwas, man sieht hier eine vollkommen sündhafte Verwahrlosigkeit, so wie sie heute praktisch ist alles verwahrlost, alles bösartig. Und wenn man jetzt Vers 12 guckt, dann sieht man die Männer, die haben gewarnt und sagtet, wir, Vers 12, 13, 14, wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, diesen Ort zu verderben. Das heißt, es war genau das. Jetzt kommen wir zu Noah. Das war ja auch das, was Noah sagte. Noah hat seinen Leuten damals gepredigt. Es ist alles ruhig, es ist alles friedlich, es sieht alles harmlos aus. Aber hier ist ein Schiff. Wenn er hier nicht reingeht, also ich beschreibe es einmal in meinen Worten, dann wird irgendwann diese Flut kommen, wird alles vernichten. Woher weißt du das? Sie haben ihn ausgelacht. Gott hat es gesagt, und das ist das Interessante. Das, was Gott gesagt hat, interessiert heute diese Welt nicht mehr, müssen uns das abschminken. Auch die großen Denominationen, die Großkirche. Wir sind kein christliches Abendland mehr. Was die auch alle treiben, das hat mit Evangelium nichts mehr zu tun. Das ist teilweise das krasse Gegenteil. Das heißt, wir sind heute in einer Situation, wo ein christliches Abendland zu einem Heideland ohne Ende geworden ist. Wir haben nicht einmal, ich behaupte jetzt einfach, nicht einmal 1% wirklich bekehrte Leute in Deutschland. Geh mal nach Afrika oder selbst nach China, irgendeine andere Länder, und du hast mehr Bekehrte wie bei uns. Wir sind ein Heideland. Wir sind ein absolutes, gottloses Heidenland. Und dieses Heideland, letztendlich öffnet sich immer mehr Sodom und Gomorra. Es öffnet sich immer mehr diesen Sünden. Und das, was hier passiert ist, dass das Verderber vor der Tür steht, von dem redet die Bibel genauso. Sie sagt, es wird kommen wie ein Fallstrick über diese Erde. Und er wird die alle richten. Und dann werden wir mal sehen, was ist dann, wenn du dich hier etabliert hast, häuslich eingerichtet hast. Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir mindestens 2 Weltkriege erleben werden. Wo dann die Drückung ist, genau zwischen den 2, so sehe ich es, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist zumindest so, es werden Weltkriege kommen, diese Erde wird heimgesucht werden, es wird einmal ein Drittel, einmal ein Viertel, wenn ich Mathe das richtig zusammenbringe, ist die Hälfte der Menschheit sterben. Absolut sterben. Und dann im Endeffekt, sage ich mal so, dann wird der Fallstrick plötzlich zuschlagen. Fallstrick ist ja eine Falle, wo du nicht siehst. Und dann wird diese Menschheit am Boden liegen und wird in das Gericht Gottes gehen, hier in ein irdisches Gericht. Und das Ende davor wird das ewige Gericht sein, nämlich die ewige Verdammnis, dann werden sie in die Hölle fahren. Und das muss uns klar sein, das ist das Umfeld, wo wir leben.
Wisst ihr, jetzt kommt das Entscheidende. Wie konnte ein Lot, ein normaler Gläubiger, sich hier in Sodom ansiedeln? Wie kann sich ein normaler Gläubiger hier in dieser Welt ansiedeln im Sinne von, dass er sein Herz für diese Welt öffnet, wenn er genau weiß, es wird das Gleiche passieren wie in Sodom und Gomorra. Es wird das Gleiche passieren wie bei Noah. Das Verderben steht vor der Tür. Die Falle ist da, die Bombe tickt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie explodiert. Und wenn das ein Gläubiger begreift, dann muss er in sich gehen und sagen, Moment, was muss ich tun? Offenbarung 18,4, Gott sagt es eigentlich relativ einfach. Die Bibel redet ja von der Hure Babylon, das ist in dem Fall, ich sage es mal so, eine Darstellung, die der geistliche, der religiöse Teil dieses neue Sodom und Gomorras letztendlich abdeckt. Das heißt hier, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Versteht ihr, was das heißt? Adama und Zeboim, die zwei Städte, so schlimm ist ja nur noch gar nicht. So krass ist es ja bei uns noch gar nicht. Aber er sagt hier, geht hinaus, damit ihr nicht ihrer Sünde praktisch teilhaftig werdet und nicht von ihren Plagen empfangt. Das heißt, es ist hier ungeheuer gefährlich und Gott befiehlt seinem Volk, zu Deutsch, Absonderung, geh raus aus diesen Dingen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ein Gläubiger in der Endzeit Entscheidung fallen will. Der Gläubige will immer bloß hören, wie die Endzeitabläufe sind. Programme und das gefällt den Leuten, dann kommen sie dann. Aber es gibt was viel Schlimmeres. Die Frage ist, was meint Gott mit dieser Endzeit? Was bedeutet das für mich und für dich ganz persönlich bezüglich unseres Lebensstils, bezüglich unserer Einstellung, bezüglich unserer Pläne? Was haben wir für Pläne angesichts des Gerichtes Gottes, das hier da ist? Manche sagen, da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken drüber machen. Die Entrückung wird auf jeden Fall vorher sein. Dazu möchte ich nur eine Bemerkung machen. Wir werden es sehen. Und eine von diesen zwei Gruppen wird dann vielleicht etwas erschrecken, wenn plötzlich was ganz anderes kommt, als man denkt. Aber Gott gibt eine ganz klare Zielsetzung. Und diese Zielsetzung ist sowas von eindeutig, dass ein Zweifel ausgeschlossen ist. Er sagt in 2. Korinther 6, Vers 14, bezüglich dieses Ausgehens aus Babylon, sprich Übertrager aus Sodom und Gomorra, sprich letztendlich sich dem Gericht zu entziehen, was bei Noah bedeutet hat, in die Arche zu gehen. Das heißt, auch Menschen, die das getan haben, und wir haben ja vorher von Lots Weib gesehen, werden gleich sehen, was mit der Frau Lots ist, da ist ein riesen Problem bei dieser Frau. Diese Frau ging formell aus. Ist keine Frage. Sie ging mit. Die Schwiegersöhne, die waren gleich ganz anders. Die haben von vornherein gespottet und sagte, du treibst einen Scherz, das ist ja nicht ernst zu nehmen. Aber diese Frau ging aus. Aber sie ging innerlich nicht aus. Wir wissen ja, alles, was Israel im Körper geschieht, geschieht der Gemeinde im Geist. Das heißt, bei uns geht es um ein innerliches Ausgehen. Eine völlige Trennung von jedem Sodom und Gomorra, eine völlige Trennung von jedem Babylon, ein völliges Ausgehen, eine völlige Absonderung. Und jetzt erklärt der Paulus, wie das aussieht. Und zur Zeit des Römischen Reiches war es ähnlich wie bei uns. Da war ein totaler Sitterverfall, den Gott dann durch Kriege wieder behoben hat. Das muss man ja verstehen. Was macht Gott, wenn ein Volk völlig zerrüttet ist, wenn ein Volk völlig degeneriert ist, wenn ein Volk völlig im Okkultismus landet, völlig in der Perversion landet, Gott macht immer das Gleiche. Er löscht es aus. Es gibt eine Studie, eine amerikanische Studie. Das heißt Sex and Culture. Das heißt Sexualität und Kultur. Da weist der Autor nach, hat mit dem Evangelium zuerst schon mal gar nichts zu tun. Er weist nach, aufgrund von bestimmten Kulturkreisen, von den Inkas bis zu den Römern, am besten kann man es bei den Karthagern zeigen, weist er ganz genau nach, sobald eine bestimmte Perversion, eine bestimmte Degeneration, das heißt ein Fall in die Sünde, um es deutsch zu sagen, sobald er hineingeht in die Sünde, passiert. Aber jetzt kommt was Interessantes. Die Sünde haben die Menschen immer begangen. Ist gar keine Frage. Die Sünde sind immer da. Der Mensch ist immer der gleiche. Aber sobald, das ist der entscheidende Punkt, etwas passiert, und das hat dieser Mann empirisch, also wissenschaftlich untersuchend festgestellt, dass in dem Moment, wenn das zu der Normalsituation wird, sobald es sich etabliert, sobald alle das tun, sobald man sich nicht mehr drüber aufregt, sobald es normal ist, und das ist heute, dass immer, Regel und Ausnahme, in alle Untersuchungen, die letzte Generation war, bevor die Kultur unterging. Von daher kann man aufgrund der Symptome sagen, egal, ob wir die letzte Generation sind vor der Wiederkunft Jesu, aber eines ist für diese Kultur und für diese westliche Welt unzweideutig, sie wird untergehen.
bin tief überzeugt, dass wir die letzte Generation sind dieser Kultur. Es deutet auch alle Zeichen darauf hin, dass die Wiederkunft dann geschehen wird. Aber wir können es nicht rechnen. Es kann auch sein, eine Generation später, weiß ich nicht. Ist ja egal. Aber etwas ist sicher. Diese Kultur ist dem Ende geweiht aufgrund von ihrer Sünde. Und was auch interessant ist, Gott macht immer das Gleiche. Er schickt ihnen Bußprediger. Er schickt dieser Kultur und diesen Menschen, schickt er sowohl den Gottlosen als auch seinen Leuten. Und das ist das Interessante. Er schickt die beiden, schickt er immer Bußprediger, die sie aufwecken wollen, möchtet, die ihnen unzweideutig die Wahrheit sagen. Aber es passiert immer das Gleiche. An einem bestimmten Punkt dreht die Leute ab, du kannst machen, was du willst. Hat ein Prediger vor Jahren gesagt, früher hat einer gepredigt, es haben sich 1000 bekehrt. Er sagt, jetzt predige 1000 und du musst froh sein, wenn sich einer bekehrt. So weit sind wir. Wir sind eine abgefallene Christenheit. Wir sind ein gottloses Heidevolk, das vor Gott nichts mehr wissen will. Und wenn das ein bestimmtes Stadium erreicht hat, der Point of No Return, wo es keine Rückkehr mehr gibt, dann löst Gott das Gericht auf und dann kannst du machen, was du willst. Das ist vorbei. Dann löscht Gott Kulturen, dann löscht er Völker, dann löscht er alles aus. Dann stoßt er auch Leuchter einer Gemeinde um. Wisst ihr, wenn man heute sagt, oh, ihr seid so konservativ und was ist hier modern und so. Ich sag's mal ganz buckelhart, um das geht's doch nicht. So, es geht bloß darum, ist das der Wille Gottes oder nicht? Waren unsere Väter die Narren oder wir? Sind die alle verklemmte, ich sage mal frustrierte, unmögliche Gläubige gewesen? Und wir sind heute die aufgeschlossene Generation oder hatte die Recht und haben begriffen, was es heißt, sich von der Welt abzusondern, Gott zu dienen? Und wir sind die, die im Wahn Sodom und Gomorra treiben? Das ist die Frage. Da geht es doch nicht um Stilfrage. Ich war jetzt auf einer Konferenz, da haben wir dann so gesagt, oh, es gibt Gemeinde. Naja, das sind so Gemeinden, die nur aus Jesu Name einsingen. Dann habe ich gedacht, hoppala. Kann man doch bekannt vor. Wisst ihr, da merkst du doch etwas. Da merkst du, dass was passiert. Da rutscht was nach links. Da rutscht was in die Sünde. Da rutscht was letztendlich ins Elend. Mit Riesenschritten. Und das ist das Problem dieser heutigen Zeit. Und da sitzen wir mittendrin. Und jetzt geht Gott hin und sagt, geh aus. Was heißt es? In 2. Korinther 6, ab 14 zeigt Gott, was es heißt, auszugehen. Er sagt hier, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Also, hier ist vor allem gemeint, dass man sich nicht in ein Joch einspannen lässt. Und das ist ja klar, ein Joch ist etwas, wo etwas zieht. Da ziehst du ein Arbeitsgerät, eine Last. Und dieser Ausdruck kommt aus dem Aramäischen. Wenn man den genauer untersucht, dann stellt man fest, dass da zwei Dinge gemeint waren. Vor allem Arbeitsgemeinschaft und Ehegemeinschaft. Das heißt, er sagt hier, du kannst nicht einem fremden Joch ziehen mit Ungläubigen bezüglich Ehe. Das heißt, du darfst keinen Ungläubigen heiraten. Wenn du verheiratet bist und du bekehrst dich und dein Ehemann oder deine Ehefrau letztendlich sind nicht gläubig, dann hast du eine ganz andere Aufgabe. Das hat mit dem hier jetzt nichts zu tun, sondern dann musst du aus 1. Petrus 3, musst du deinen Ehepartner gewinnen durch dein Verhalten. Das ist eine große Aufgabe, ein großes Ziel. Aber für den, der nicht verheiratet ist, gibt es einen ganz klaren Befehl. Finger weg von den Ungläubigen. Das nächste, was er hier sagt, letztendlich in der Grundtextbedeutung, ist aramäisch, das wird kein griechisches. Das ist bloß kräzisiert. Heißt keine Lehrgemeinschaft. Das heißt, ich kann nicht zum Beispiel mit Ungläubigen Pfarrern, egal welcher Denomination, zusammenarbeiten. Ich kann auch mit keiner anderen Brüder zusammenarbeiten, selbst wenn die bekehrt sind, wenn sie Götzendienst streben. Ich muss mich von denen absondern laut Bibel. Er sagt, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Jetzt geht die Bibel nicht hier und sagt, die bissle toleranteren, sondern sie sagt Gesetzlosigkeit. Was sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, 12? Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und dadurch wird die Liebe zu Gott, zum Herr Jesus erkalten. Und das ist das, was heute passiert. Du hörst doch nicht mehr diese brennende Botschaft vom Namen Jesus, der die Sünder rettet. Das geht alles zurück. Das kommt daher. Das kommt von dieser Gesetzlosigkeit. Und er sagt, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? 1. Mose 1. Gott sieht, dass das Licht gut ist und dass die Finsternis schlecht ist und er trennt sie. Das ist ein ganz, ganz großes Wesensmerkmal dieses Universums. Gott trennt Licht und Finsternis. Der Herr Jesus ist das Licht dieser Welt. Die Bibel sagt zu den Gläubigen, ihr als sein Körper seid Licht in dieser Welt.
Salz der Erde. Ihr dürft hier etwas mitgehen, aber letztendlich ist immer das gleiche Prinzip. Licht und Finsternis müssen getrennt werden. Die müssen auseinander. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Belial ist eine Bezeichnung für den Teufel. Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Er sagt also hier ganz, ganz radikal. Gläubig, ungläubig. Teufel oder Gott. Er macht hier nicht den Kompromiss, sondern er sagt es relativ deutlich. Er sagt, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, sagt 1. Korinther 3,16. Wie kannst du zum Beispiel als Tempel des Heiligen Geistes, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, an Götzendienst teilnehmen? Jetzt sage ich mal, was Götzendienst ist. Das hat sich auch nicht geändert, zum Beispiel bestimmte Formen des Bilderkultes, bestimmte Formen der Messe, solche Dinge. Da kannst du als Gläubiger nicht teilnehmen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil du hier dich abzusondern hast. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, hast mit dieser Form des Götzendienstes nichts zu tun. Wisst ihr, da merkst du, unsere Väter ließen sich totschlagen, bevor sie zur Messe gingen. Weißt du, heute? Das wird alles weich, alles soft, alles wird letztendlich angepasst. Und damit hast du genau das Wesen Babylons, hast du genau das Wesen von Sodom und Gomorra. Du hast genau die gleiche Situation wie bei Lot. Man rutscht immer mehr in denen ihre Fänge hinein. Und die Bibel ganz klar sagt, Absonderung, Trennung, weg, nichts mit zu tun haben. Er geht weiter und sagt, warum ist das so? Warum? Das ist ein ganz einfacher Grund. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen. Das passiert durch Wiedergeburt, durch Errettung, durch Vergebung der Sünde. Und unter ihnen wandeln. Das passiert, wenn der Leib Jesu Christi sich wirklich seinem Haupt, dem Herrn Jesus, öffnet und dem Heiligen Geist Raum gibt. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Weil Gott in unseren Herzen und in unserer Mitte ist, haben wir uns abzusondern, und zwar rigoros. Wisst ihr, heute geht's immer taktisch. Ja, dann kann ich den nicht erreichen. Und? Erreichst du ihn denn? Wie viel hast du bekehrt? Also ich sag's mal provokativ. Niemand kann andere Menschen bekehren. Nur Gott bekehrt die Menschen. Aber wie viel hast du zur Bekehrung führen können? Wie viel hast du erreicht mit deinem Kompromiss? Erzähl's mir einfach. Dann erzähl ich dir, wie viel gewonnen wurde ohne Kompromiss. Nämlich die meisten. Hier ist etwas Furchtbares eingebrochen in die Christenheit. Man hat Sodom und Gomorra reingeholt, statt es rauszuschmeißen. Man hat Babylon akzeptiert, statt alles wegzutun. Wenn man dann weitergeht, diese ganze Situation, die ist auch ähnlich wie 1. Mose 26. Und zwar in 1. Mose 26, dort hast du eine ganz ähnliche Situation. Und zwar Abraham, schon einer dieser Patriarchen, kommt in eine Not, er kommt in eine Hungersnot, jetzt überlegt er, wo suche ich Hilfe? Und jetzt heißt es, Vers 2, da erschien ihm der Herr und sprach, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde, und sei in diesem Land ein Fremdling. Das heißt, ich darf nicht nach Ägypten. Ägypten ist das Bild für die Welt in der Bibel. Das heißt, ich darf nicht bei der Welt meine Hilfe suchen, sondern meine Hilfe ist der Herr. Jetzt kommt der große Unterschied. Die Frage ist, wie stehe ich zu den Menschen, wie stehe ich zu der Welt, wie stehe ich zu diesem, ich sag's mal, System? Die Bibel sagt, du sollst dich auf den Herrn verlassen, sollst dich nicht auf Menschen verlassen, sollst dich nicht an Menschen hängen, sondern an Herrn. Und hier haben wir eine ganz, ganz eindeutige Aussage. Und wenn wir jetzt wieder in unseren Text reingehen, in 1. Mose 19, mit Sodom und Gomorra, dann sieht man hier etwas Furchtbares. Er sagt in Vers 14, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber es war in den Augen seiner Schwiegersöhne, er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Und wiederum kommt der drängende Ruf, und der Ruf muss drängend sein. Wisst ihr, man kann vor lauter Kompromissen, dass man die Menschen hier versucht, eine leichte Ebene zu schaffen, kann man vergessen, ihnen zu sagen, um was es geht. Ich möchte es nochmal sagen, wenn jemand hier reinkommt, dann muss er wissen, wenn er sich nicht bekehrt und der Herr Jesus nicht aufnimmt, dann fährt er in die Hölle. Tatsache. Und um das geht's auch hier in dieser Versammlung, sonst schon gar nichts. Schon mal Punkt 1. Und wie dann die Gemeinde lebt. Es geht nicht darum, dass wir ein bisschen fromm sind und Frömmigkeitsstil haben. Es geht darum, ob jemand in den Himmel kommt oder in die Hölle fährt. Und das ist hier. Er sagt, eile, rette deine Seele. Und wenn man das jetzt sich näher anguckt, dann siehst du, Schwiegersöhne haben Späßle gemacht. Die Töchter sind seltsamerweise mit, obwohl die auch nicht sauber waren. Was auch interessant ist, die Frau
hat als treue Ehefrau natürlich schön mitgespielt. Wie viel gibt's treue Ehefrauen, die schön mitspielen? Wäre manchmal interessant, wenn man wirklich, so wie es in dem Gedicht heißt, eine Scheibe auf dem Herz hätte, dass man sehen könnte, was drin ist. Es ist hochinteressant. Die Frau geht hier mit. Und wenn du es dir anguckst, die Botschaft ist eindeutig. Verlasse Sodom. Verlasse Gomorra und das Umfeld, die zwei anderen Städte. Verlasse sie. Und das bedeutet für den Gläubigen zwei Dinge. Und zwar erstens, für den Ungläubigen, wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht sicher ist, dass er wiedergeboren ist, dass er ein Gotteskind ist, dann bedeutet das nur eine einzige Sache. Gar nichts anderes. Apostelgeschichte 26, 18. Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt werden. Das heißt, ein Ungläubiger oder ein Mensch, der vielleicht sogar sympathisant ist, der vielleicht sogar erweckt ist, der nahe dran ist, kann sich nur diesem Gericht entziehen, indem er sich radikal bekehrt. Hier steht's wie. Indem er völlig aus dem Einflussbereich des Teufels herausgeht. Für die Gläubigen selber, 2. Korinther 6, 14, haben wir vorher gelesen und jetzt lesen wir Offenbarung 3, 14. Das ist jetzt Parallele dazu. Das ist das berühmte Sendschreiben in Laodicea. Für die Gläubigen dieser Endzeit, er sagt hier, und zwar, ich denke, hier müssen wir nüchtern sachlich sein, es handelt sich hier um Gläubige. Er sagt, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspähen aus meinem Munde. Er sagt also, wenn du nicht diesen Zustand herbeiführst, heiß oder kalt, schwarz oder weiß, Sodom und Gomorra oder die Flucht davon, Gott oder der Teufel, wenn du nicht ganz klare Sache machst, wirst du untergehen. Und jetzt sagt er ihnen ganz klar, was zu tun ist. Er sagt, du hast eine Blöße. Du bist nicht bedeckt mit den Kleidern des Heils. Das heißt, du musst Buße tun. Und er sagt sogar, sei eifrig und tue Buße. Er sagt, er steht vor der Tür und klopft an und sagt, in dem Moment, wenn jemand das hört, wieder Buße tut mit seinem Herzen, wirklich sich Gott öffnet, dann passiert etwas. Dann wird der Herr das Mahl mit ihm feiern. Dann kommt das Blut, das ihn reinigt. Und dann kommt die Funktion des Leibes Jesu Christi. Dann ist ein Gläubiger wieder mit Gott in Ordnung. Und das muss uns einfach klar sein, wenn wir nochmals in unseren Text reingehen. Gott will retten. Das sieht man hier in dem 19 eindeutig. Gott ist bereit, diese Menschen zu retten. Er ist auch bereit, einen Gläubigen, der völlig versandet ist, wieder rauszuholen. Das heißt auch in Vers 16, weil der Herr ihn verschonen wollte, drum dringen die Leute, weil der Herr auch die Gläubigen, die hier absacken, die hier wegrutschen, weil er sie verschonen will, weil er ihnen helfen will, drum ist es manchmal nötig, wirklich Druck zu machen. 19. Siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Das heißt, das ist das, was letztendlich passiert. Aber in Vers 18 passiert was ganz Dramatisches. Obwohl Lot anerkennt, dass er hier gerettet wird, dass er Gotteskind ist, sagt er in Vers 18, Lot sprach zu ihnen, als sie ihnen sagt, geh aufs Bergland, rette dich auf die Berge. Berge ist immer die Stätte der Offenbarung Gottes, sagt er, nein, Herr. Das ist die einzige Kombination, die nicht geht. Es gibt bloß eine Kombination. Ja, Herr, aber nie, nein, Herr. Das heißt, er weigert sich hier, den Ratschluss Gottes anzunehmen. Jetzt sieht man, wie in diesem Hirn vom Lot bereits die ganze Zeit ein Eigenwille war, praktisch eigene Pläne, eigene Vorstellungen, eigene Dinge. Die haben dazu geführt, dass er überhaupt noch Sodom geraten ist. Der war nämlich am Anfang nicht dort. Lest einmal ganz langsam die Geschichte. Ihr seht, der war weit weg von Sodom und Gomorra. Der hat nur in den Auen gezeltet. Und dann kommt er immer näher und am Schluss sitzt er drin. Und jetzt wiederum, nachdem ihn Gott rausführt mit diesem furchtbaren Gericht, letztendlich sagt er zu ihm, geh hier auf die Berge. Er geht nicht. Er will nicht. Weil er hat wieder eigene Vorstellungen. Da siehst du, wie die eigenen Vorstellungen zur Falle werden. Jetzt sehen wir Vers 22. Eile, rette dich dorthin. Ich kann nichts tun, bis du herauskommst. Das heißt wieder das Gleiche. Es muss geschehen vor der Entrückung. Wenn einmal die Entrückung passiert ist, wenn einmal der Herr Jesus gekommen ist, dann ist er aus. Und jetzt fällt ab Vers 24 Schwefel und Feuer vom Himmel. Da ließ der Herr Feuer und Schwefel regnen auf Sodom und Gomorra vom Himmel herab
Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung, das waren die zwei anderen Städte, und alle Einwohner der Städte, was auf dem Erdboden gewachsen war. Jetzt kommt das Drama, und zwar jetzt heißt plötzlich, und Lots Frau schaute zurück hinter seinen Rücken. Da wurde sie zu einer Salzsäule, das heißt, sie stirbt trotzdem, dass sie ausgegangen ist. Und wisst ihr, was man hier sieht, in einer furchtbaren Art und Weise, dass man formell alles mitmachen kann, dass man ausgehen kann, dass man alles mitmachen kann, dass es überhaupt nichts zählt, was man formell tut, sondern du siehst hier, ihr Herz hing in Sodom und in Gomorra und sie hat es nicht verwundert, sich zu trennen. Sie geht raus und dann dreht sie sich rum. Und damit geht sie unter und das ist das Problem der Endzeit. Wir müssen, wenn wir dem Befehl Gottes gehorsam sind, uns von Babylon trennen, wenn wir ausgehen, wenn wir wirklich überlegen und sagen, das ist also genauso wie zur Zeit Noahs, also muss ich in die Arche. Klare Bekehrung. Das Gleiche, wenn es so ist wie Sodom und Gomorra, dann muss ich hier nicht wo rein, sondern wo rausgehen, nämlich aus der Sünde, aus diesem ganzen Pfuhl von Sodom und Gomorra. Ich muss einmal rein, nämlich in die Arche, gerettet werden, und zum anderen muss ich raus aus der Sünde, aus der Welt und muss Gott dienen. Und wenn das der Fall ist, dann, wenn das von ganzem Herzen geschieht, dann kommt man auf den Berg. Aber es passiert nicht, wenn man es halbleibig macht. Wisst ihr, mit so einem geteilten Herz, da passiert gar nichts, sondern sie geht unter. Trotz dem formellen Ausgang. Und das ist das, wo ich langsam Angst kriege und sage, was wird passieren, wenn die Leute in dieser wachsweichen Haltung hier dem Herrn dienen? Was passiert? Wo endet sie? Warum sagt der Herr Jesus, gedenke an Lots Weib? Er sagt nicht, gedenke, wie der Engel Lot gerettet hat, sondern sagt, die Gefahr ist Lots Weib. 29. Es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verdorbte, da gedachte Gott an Abraham. Und er führte Lot mitten aus dem Verdorben. Ich behaupte jetzt einfach, steht nicht der Bibel, aber ich behaupte, wenn Abraham nicht in einer dauernden Fürbitte Gott bedrängt hätte und wirklich für Lot gebetet hätte, dass Gott hier noch die Hand schützend über diesen Menschen gehalten hätte, wäre er mit Sodom untergegangen. Er hat es der Fürbitte Abrahams noch zu verdanken, dass ihn Gott überhaupt rausholt. Und das ist das nächste Drama. Es gibt Gläubige, die leben nur noch vor der Fürbitte. Und das ist ungeheuer wichtig, dass man Fürbitte tut. Vor allem auch in der Gemeinde, wenn man sieht, dass einer wackelt. Dann müsst ihr den Thron Gottes bestürmen, dass er nicht umfällt. Man sieht, man kann auch jemanden durch Fürbitte doch in einer gewissen Weise durchbringen. Jetzt kommt das Brutale ab Vers 30. Jetzt ist, man muss es so sehen, der Laue, der Lot geht raus, weil er Angst kriegt. Seine zwei Töchter sind wohl hell genug, merken auch, dass ernst wird, geht auch mit, aber die Frau hängt mit dem Herzen an Sodom und Gomorra, bleibt auf dem halben Weg stehen und geht unter. Jetzt geht er mit seinen zwei Töchtern, aber mit einem Herz, das nicht bereit ist, letzter Gehorsam zu leisten. Merkt ihr etwas? Die Falle ist die eigene Vorstellung, die sie haben. Sie haben ihre eigene Vorstellung. Und diese eigene Vorstellung wird zur Bombe. Die ist am Anfang gar nicht schlimm. Er handelt mit dem Engel und darf dann auf woanders hingehe. Aber jetzt kommt es und jetzt wird's tödlich. Nachdem sie jetzt in Zoar geblieben sind, das war ja dann von Gott her sanktioniert, jetzt hätte sie in Zoar bleiben müssen, jetzt geht sie wieder. Und zwar jetzt kommt was ganz Brutales. Wenn man Gott aus der Schule läuft und eigene Wege geht, dann kommt genau das, was hier passiert. Dann kommt Angst. Dann kommt Furcht. Dann kommt Sorge. Weil das eigene Wesen nichts taugt für Lebensplanung. Das sieht man hier. Jetzt haben sie ihren Wille durchgesetzt. Jetzt ist der Dickkopf endlich zum Ziel gekommen. Das ist der Mensch mit seinem Dickkopf. Jetzt hat er endlich, was er will. Aber jetzt zahlt er den Preis. Und jetzt passiert etwas vom Schrecklichsten, was ich jemals in der Bibel gelesen habe. Jetzt passiert die Blutschande mit den zwei Töchtern von Lot. Warum machen sie das? Sie glauben, dass die ganze Welt vernichtet ist. Wäre sie in Zoar geblieben, hätte sie gesehen, dass noch genügend Menschen da sind. Dann wäre die Sünde nicht passiert. Die ist nur passiert, weil A, der Lot ungehorsam war, B, weil letztendlich seine Kinder die gleiche Herzenstellung hatten und weil sie eigene Wege gehen wollten, ihre eigene Vorstellungen. Sie geht raus und geht an den falschen Platz und dann kommt es zur Sünde. Das ist eine Folge von indirektem Ungehorsam. Und der indirekte Ungehorsam ist der teuflischste, weil du ihn nicht siehst. Da wird nicht offen rebelliert, da wird mit Gott gehandelt, wie auf dem türkischen Basar. Da wird dann versucht, sich ein bisschen leichter zu machen, es hinzudrehen. Und letztendlich gehen diese Menschen unter. Und die zwei, ja, ich sag's mal so, wenn ihr das einmal verfolgt, das sind die Ammoniter und die Moabiter draus entstanden, mit die größten Feinde des Volkes Gottes. Das ist Katastrophe, was hier passiert.
Laut mosaischem Gesetz Todesstrafe. Ich habe nie jetzt nachgeforscht, was mit den zwei Frauen passiert ist, aber müssen wir in der jüdischen Geschichte nachgucken. Aber hier, laut mosaischem Gesetz Todesstrafe für sowas. Vers 36. So wurden die beiden Töchter Lot schwanger von ihrem Vater. Brutal. Wenn man nachlesen will, was mit diesen zwei Völkern passiert ist, Jeremia 48 und 49, kann man sich gleich merken. Babylon ist 50 und die anderen zwei sind 48, 49, 50. Da hast du die ganze Sündenpalette im Jeremia. Wenn du bei 48 anfängst, triffst du auf diese zwei, dann triffst du auf Babylon, dann hast du alles. Aber du siehst hier, wisst ihr, Lot, seine Frau und seine Kinder gingen formell aus Sodom und Gomorra aus, aber in der Herzen war es noch drin. Und am Schluss redet die Bibel nur noch von Lot, der seine Seele quälte. Das heißt, er war ein Mensch, der Gott dienen wollte, er hat keine Kraft gehabt, er war ein Weichling. Aber von den Frauen redet sie nichts mehr, die sind untergegangen. Lukas 17, gehen wir zurück. Einfach um uns zu vergegenwärtigen, was heißt das für unsere heutige Zeit. Mir war es bloß wichtig, dass das Umfeld von Sodom und Gomorra klar beschrieben ist. Er sagt hier 24, denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Was siehst du, wenn ein Gewitter kommt? Du siehst beim Gewitter nur, da braut sich was zusammen. Das ist genau das, was du heute siehst. Du weißt nicht, wann es kommt. Du kannst auch nie sagen, wann der Blitz einsetzt oder der Donner. Du kannst nie sagen, kommt nur Donner, kommt nur Blitz, kommt es miteinander, kommt es überfallartig. Das kannst du nie vorher sagen. Und genau das Bild nimmt der Herr Jesus. Er sagt praktisch, du siehst, wie sich alles zusammenbraut. Du siehst, es ballt sich, da passiert etwas. Du siehst jetzt endzeitlich, die Menschen werden immer frecher Gott gegenüber. Die Sünde nimmt immer mehr überhand. Wir sind degeneriert. Für das, was du vor 20 Jahren ins Gefängnis gekommen wärst oder vor 30, wirst heute bestraft, wenn du nicht zustimmst. So weit sind wir inzwischen. Es wird alles auf den Kopf gestellt. Will ich nur mal etwas sagen von der Hurerei. Und dass vielleicht das auch keine Frage ist. Jede Sexualität außer der Ehe ist laut Bibel Hurerei. Das muss man so sagen. Wenn zwei zusammenleben und verheiratet, dann sind sie biblisch gesehen Unzüchtige und Hurer. Und die wird Gott richten. Und vielleicht bringt er sie sogar um. Ist alles möglich. Das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen, dass Gott Hurerei richtet, und zwar gnadenlos. Dass diese Welt es jetzt alles tut, und zwar, es gab früher einen Paragraf, wenn du Vermieter warst und du hast zwei Unverheiratete eine Wohnung vermietet, dann ist es passiert. Du hast dich strafbar gemacht, da wirst du bestraft. Und heute verweigere heute mal jemand mit dem Argument, letztendlich, dass du die Wohnung vermietest, und dann lass die mal vor Gericht gehen, was dann passiert. Dann siehst du, wo wir gelandet sind. Homosexualität war strafbar. Jahrelang. Heute, wenn du das Geringste sagst, heißt es intolerant gegen Intoleranz. Alle diese Dinge, es kippt alles. Ihr werdet euch wundern, was da noch kippt. Das ist noch lange nicht alles kippt. Wisst ihr, Abtreibung. Und etwas habe ich auch gelernt in der Geschichte. Wer an die Junge geht, der geht auch an die Alte. Ist klar? Wer die Junge geht, geht an die Alte. Ihr seht ja schon die ersten Lichter aufblitzen. Ab einem bestimmten Alter brauchst du keine Behandlungen mehr. Aber was soll das? Bist ja alt. Wisst ihr, das ist die Teufelei des Fleisches. Das ist die Teufelei von Sodom und Gomorra, die sich jetzt langsam durchsetzt. Und die Bibel sagt ganz klar, es wird passieren. Du siehst, es braut sich. Du siehst die ganzen Zustände. Du siehst Israel, der Laststein, Zacharia 12, 14, für alle Völker. Du siehst, wie es sich braut, wie es immer schlimmer wird. Und jetzt weißt du, irgendwann setzt der Blitz ein. Der Blitz ist die Wiederkunft Jesu Christi, laut dem Text. So wie der Blitz plötzlich auslöst, so blitzartig, unvorhersehbar, nicht berechenbar wird die Wiederkunft Jesu Christi sein. Und in dem Moment, wie das passiert, das muss uns klar sein, alle auch in unserer Mitte, ist die Gnadentür zu. Man kann sich dann nicht mehr bekehren, es ist zu spät. Und man kann dann als Gläubiger nicht mehr Dinge in Ordnung bringen, wenn du gerettet bist. Aber im elenden Zustand, dann sagt die Bibel, dass ihr euch nicht schämen müsst. Du wirst dann im Preisgericht Jesu Christi, wirst du blamiert werden. Du wirst vor Gott dich schämen bis in Grund und Boden hinein beim Preisgericht, wenn du das erlebst. Weil beim Preisgericht wird alles rauskommen. Die Bibel sagt, was du in den
in der Kammer geflüstert hast, wird öffentlich verkündigt werden, wenn es nicht gereinigt ist durch Jesu Blut. Also hier müssen wir uns bewusst sein, die Wiederkunft Jesu wird das Ganze beenden. Aber parallel dazu wird es sein, wie bei Noah und wie bei Sodom und Gomorra. Das heißt, du wirst sehen, die Leute drehen sich nur um Essen, Trinken. Also ich war jetzt vor kurzem, wie soll ich das nennen? Oder ich muss anders erzählen. Wenn meine Kollegen mir erzählen, Brunch und solche Dinge. Du siehst langsam, dass so römische Sitte zurückkommt. Das heißt, die Römer haben ja gegessen, laut Geschichtsschreibung, bis dann zwischen Tisch und dem Bauch bei ihnen kein Platz mehr war. Das heißt, du siehst jetzt langsam, jetzt kommt Fleischeslust, Augenlust ist sowieso da, durch die Verkommenheit der Sexualität, aber gleichzeitig kommt auch Fleischeslust. Es wird jetzt alles getrieben, was letztendlich von Gott her kontrolliert, gut ist, gerät jetzt außer Kontrolle. Und jetzt siehst du, das Essen, das Trinken, freie Heiraten, und das alles, es wird eine riesige Rolle spielen. Und er sagt, es wird so sein, dass niemand etwas merkt. Du siehst, die Leute treiben das flächendeckend auf der ganzen Welt. Das Gewitter braut sich zusammen, der Blitz ist kurz vor dem Einschlag, aber sie merken nichts. Und das ist der entscheidende Punkt aus den ganzen Texten, wenn ihr alle Endzeit-Texte lest. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 17, Lukas 21. Wenn ihr die alle lest, die Prophetie vom Herrn Jesus, werdet ihr immer etwas atmen aus allen diesen Texten. Ihr werdet sehen, die Texte haben immer die gleiche Botschaft. Sie merkten nichts. Sie laufen ins Messer, sie laufen in die Falle und da passiert dann etwas. Hier, man muss sich etwas bewusst sein, es hat mit dem zu tun, dass keine Furcht Gottes dann mehr da ist. Sodom und Gomorra kann nur geschehen, wenn letztendlich keine Furcht des Herrn mehr da ist, wenn das zerstört wird. Das heißt, wenn Gesetzlosigkeit kommt, und die kommt durch Sünde, sobald man der Sünde Luft lässt, kommt letztendlich Gesetzlosigkeit. Aber es kann auch etwas passieren, das fast noch dramatischer ist. 1. Mose 25, 34. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht, er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Das heißt, die Menschen verachtet das Evangelium, sie verachtet diese große Erlösung, so wie es Esau verachtet hat, ist ein Sonderfall. Aber so verachtet der Mensch letztendlich die Erlösung. Und jetzt kommt halt das Dramatische, wir müssen aufpassen, dass wir letztendlich als Gläubige nicht auch beginnen, unser Erstgeburtsrecht zu verachten. Dass wir unsere Erlösung verachten, dass sie uns stört. Dass wir beginnen, mit einem Auge zu schielen, dann begeben wir uns auf den Weg von Lots Weib, oder von Lots Töchtern. Sobald der Mensch das tut, das ist ja keine Theorie. Also ich glaube, so ehrlich darf man zueinander sein. Ich weiß nicht, wie oft ich an der Front schon gekämpft habe. Ich weiß, wie der Teufel das macht. Er heizt doch jeden auf, oder? Er lügt doch jeden an. Er macht doch jeden verrückt. Jeden. Ich bin Gott immer dankbar. Durch Bibellese, durch Verkündigung, durch Botschaft, durch alles Mögliche, durchs Reden vom Heiligen Geist. Erschrickst du dann, wenn du in so eine Linie reinkommst und du wachst wieder auf. Und dann müssen wir dankbar sein, dass Gottes Güte uns weiterhin zur Buße leitet. Also wir wollen nicht so tun, als wäre das jetzt was ganz, ganz Außergewöhnliches. Das ist so. Und die Bibel sagt hier ganz klar, es kommt von der mangelnden Furcht Gottes. Und am Ende von dem Text sagt sie, wo das Aas ist, das sind die Geier. Aas ist ein toter Körper und Geier ist das Bild für die Dämonen. In 1. Mose 15, als Abraham das große Opfer bringt, stürzen die Vögel, die Raubtiere drauf zu. Und die Bibel sagt in Offenbarung 18, Babylon ist eine Behausung jedes unreinen Geistes und Vogels. Also Vögel steht in der Bibel in der Regel für Dämonen. Das heißt, wenn die Bibel so eine Aussage macht, sie sagt, dort wo der tote Körper ist, da steht Soma, also ein Körper, ein Leichnam, also wo ein geistlicher Tod ist, dort sind die Finsternismächte. Und jetzt, was kann man tun? Da muss man raus, da muss man sich letztendlich trennen. Und jetzt gibt es ein berühmtes Sendschreiben, ich möchte da ein paar Stellen davon lesen, das Sendschreiben schon vor Philadelphia und Laodicea. Und zwar, weil es hier mit dem zu tun hat, was jetzt gerade in der Endzeit passiert. Und zwar Offenbarung 3, ab 1. Es ist das Sendschreiben Sardes. Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und es ist ein Zustand.
Da sagt die Bibel jetzt nicht, die sind schon alle abgefallen. Die Bibel sagt nicht, die sind alle nicht bekehrt, sondern sie beschreibt den Zustand. Und jetzt sagt sie in Vers 2, werde wach. Also das heißt, erschrick, zucke zusammen, sieh, was passiert und stärke das Übrige, das heißt, das, was noch da ist, das im Begriff steht zu sterben. Das ist ganz wichtig von der Zeitform her. Das heißt, du musst aufwachen und merken, dass du noch nicht tot bist, dass du noch nicht in Sodom gelandet bist, noch nicht in Gomorra sitzt, aber dass da ein Abwärtstrend da ist, dass etwas passiert in deinem Herzen. Und jetzt sagt er, du Gläubiger praktisch, stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Wie hat er das gemerkt? Denn, und so hätte es der Gläubige merken können, wenn er auf den Herr Jesus gehört hätte. Der Herr Jesus hat es gemerkt, das ist keine Frage. Aber wie hätte es denn der Gläubige merken können? Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, und zwar, weil ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor dir. Du merkst es ganz einfach, hat dein Verhalten, was du tust. Römer 12 sagt, das, was drin ist, kommt raus in deinem Verhalten. Wo du hinläufst, dort hängt dein Herz. Wo du hinziehst, dort sitzt dein Herz. Das ist doch klar. Wir tun immer so fromm und so heilig und so. Das ist doch ganz einfach. Ich sage immer, wenn ich wissen will, wie jemand ist, lass mich längere Zeit mit ihm zusammen sein. Nach einer kurzen Zeit kann jeder Teuchelei nicht mehr halten. Das ist normal. Nach kurzer Zeit weißt du, was Sache ist. Ganz einfach. Dann weißt du, was los ist. Muss ja nicht unbedingt miteinander in Urlaub fahren, er könnte versaut werden, versteht was? Wenn du plötzlich merkst, was da passiert. Aber eines ist glasklar von der Bibel her. Das, was du tust, zeigt, was du denkst. Das, was du tust, zeigt die Einstellung deines persönlichen Herzens, dein Herzensboden. Und hier von der Offenbarung her sagt er ganz klar, an den Werken hat man es gesehen. Und jetzt geht er zurück und sagt, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Wie? Kolosser 2, Vers 6. Wie? Das ist das alte Muster einer glasklaren, von Gott gegebenen Bekehrung. Und er sagt, so wie es bei deiner Bekehrung war, so bitte hol es zurück. Kolosser 2, 6, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, genauso wie bei der Bekehrung. Das heißt, was war denn das Merkmal der Bekehrung? Das Merkmal einer echten Bekehrung ist ein heiliges Erschrecken von meinem eigenen Zustand. Ein heiliges Erkennen, dass ein Gericht Gottes vor mir steht und dass ich nicht nur hier gerichtet wäre auf der Erde, sondern dass ich in die Hölle fahre in der Ewigkeit. Das ist das Erkennen. Und wenn das ein Mensch erkennt und er erschrickt, dann sucht er Hilfe. Das ist das Normalste vor der Welt. Und dann hört er plötzlich die süßeste aller Botschaften für einen Sünder. Für einen Sünder ist das Schönste, was es gibt, dass der Herr Jesus gekommen ist mit seinem Blut, um meine Sünde auszutilgen, mich aus dem Elend herauszureißen. Die Bibel sagt, aus dem Sumpf der Sünde auf den Fels. Und dann plötzlich beginnt das neue Leben. Und jetzt sagt die Bibel, so wie da, so müsst ihr es wieder machen. Wie am Anfang bei der Bekehrung. Das sagt der Jesus hier dieser Gemeinde. Sagt, wenn etwas da ist, das sterben will, dann tu so Buße und mach das genau, was du damals getan hast und bewahre das, was du damals bewahrt hast. Gottesfurcht, Absonderung von der Welt, Hingabe an den Herr Jesus, ihm zu dienen. Wisst ihr, ich weiß, wie schleichend das ist wie Treibsand. Und ich habe jetzt auch wieder was gesehen, das kann auch im Geschäft passieren. Ich bin für manche Dinge dankbar, wo im Geschäft schiefgegangen sind. Wisst ihr warum? Dass ich wieder aufgewacht bin. Ich hatte schon so manchmal den Eindruck, jetzt läuft es hier auf der Schiene hervorragend. Aber ich habe dann was festgestellt, ich drifte da ab. Ich werde da immer mehr in die Richtung drängen. Sodom, Gomorra, Babylon. Und manchmal ist es gut, wenn was kaputt geht. Wenn es schief geht. Vielleicht wenn du dich blamierst, wenn du was kaputt machst. Wenn du plötzlich nicht mehr der Angesehene bist. Das ist manchmal hervorragend. Weil dann gehst du in dich und sagst, schau, was ist los? Und dann redet der Herr plötzlich zu mir nicht über das, was im Geschäft passiert ist, sondern dann redet er zu mir, was in meinem Herzen passiert ist. Und sag, hier, wie am Anfang, das will Gott, das ist entscheidend, dass das zurückkehrt. Und er erklärt es dann und sagt, wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das heißt, dann kommt das Gleiche wie beim Gewitter. Da kommt nicht der Blitz der Wiederkunft, sondern dann kommt ein Handler Gottes wie ein Blitzschlag in meinem Leben, wo Gott plötzlich eingreift. Und plötzlich in mein Leben hineinredet. Ich erschrecke. Und plötzlich passieren Dinge, wo ich nicht mehr erklären kann. Und plötzlich setzt das Gericht Gottes, das ja bekanntlich im Hause Gottes anfängt,
in meinem Leben ein und da wundere ich mich, warum Gott manche Sachen zulässt. Und er sagt hier, du hast einige wenige, ist immer die Minderheit, auch in Sardis, die ihre Kleider nicht befleckt haben, sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Jetzt sagt er, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern begleitet werden. Ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Also gibt es auch Auslöschen aus dem Buch des Lebens. Er sagt aber hier, dann werde ich den nicht auslöschen. Ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Das heißt, er sagt hier praktisch, nur wer überwindet. Jetzt muss ich natürlich sagen, überwindet ist ein griechisches Wort, das heißt eigentlich, wer Sieger ist. Das kommt vom Wort her, das Sieger bedeutet. Wenn wir jetzt Offenbarung 12, Vers 10 sich anguckt, ja, was ist denn in der Endzeit wesentlich? Was ist wesentlich? Ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil oder die Rettung und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn herabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Das ist der Angriff des Teufels, der mich dauernd angreift. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben, da steht wieder Seele, nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, die Bibel sagt hier unzweideutig, letztendlich, ich muss praktisch so vorgehen, dass ich in diesen drei Bereichen geistlich lebe. Das heißt, ich lebe dauernd in der Reinigung durch Jesu Blut. Ich dulde keine bewusste Sünde in meinem Leben. Ich werfe die raus. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich bekenne mich ganz klar zu meinem Jesus. Das sind auch in der Regel die Verhältnisse klar gegenüber meiner Umwelt und das, was vor mir ist. Und das dritte, genauso wichtig, ich liebe mein Seelenleben nicht, sondern ich gebe es in den Tod. Das ist das Entscheidende. Wo kam denn der Abfall her, letztendlich von den Töchtern Lots? Aus ihrer Seele, aus dem Seelenleben, aus ihrem natürlichen Empfinden. Sie dachten, es sind keine Männer mehr da und sind eiskalt zur Blutschande geschritten. Wo kam denn das her? Lots Frau hat wahrscheinlich gedacht, jetzt muss ich mit meinem Mann in diese popelige Stadt, ich bin doch in der Metropole, wo alles ist, da ist doch die Kaufstraße, da hat das Kaufhaus, da ist doch alles super, da ist doch wunderbar, würde man heute sagen. Infrastruktur stimmt, so geht man doch vor. Jetzt soll ich auf ein Dorf ziehen. Ich weiß schon, was da im Kopf rumgeht. Da sieht man letztendlich, wie die Menschen denken, wie sie vom Teufel in die Falle gelockt werden. Systematisch vom Teufel in die Falle gelockt werden. Das kommt aus ihrer Seele, aus dem Seelenleben. Jetzt sagt die Bibel, du darfst dein Seelenleben nicht leben. Gib es in den Tod. Mit Christus gekreuzigt, mit diesen drei Dingen. Also ich sage es mal so, das erste ist klar. Das ist der Längsbalken des Kreuzes. Durch Jesu Blut mit Gott dem Vater völlig in Ordnung. Und das andere ist der Querbalken des Kreuzes mit Menschen gleichzeitig versöhnt. Links und rechts war die sündige Menschheit. Ich bin versöhnt. Ich habe Frieden mit Gott und Menschen. Und gleichzeitig ist klar, dass ich ein Gotteskind bin. Mit dieser einfachen Haltung, sagt die Bibel, wirst du überwinden. Und da gehört natürlich dazu, auszugehen. Aber Geschwister, ihr seht doch, es ist irgendwo etwas Normales. Wie soll ich jetzt mit dem umgehen? Bis jetzt kennt man extremer. Ich glaube, das hoffe ich zu. Ich bin mal lange hin und her gerissen gewesen, was richtig ist, biblisch, das, was ich jetzt sage oder das, was ich jetzt vorher sage. Also ich habe mir lange überlegt, was ist richtiger. Ich habe lange dazu tendiert, dasselbe zu tun wie die Hutterer. Ich habe lange überlegt, habe gesagt, die Welt ist so verderbt und die Einflüsse sind so katastrophal, ich habe keine Chance, das letztendlich hier abzuwehren. Also komm, bilden wir Enklave, ziehen wir uns zurück, rigoros. Das geht aber nicht, weil du musst ja arbeiten. Du musst ja in dieser Welt leben. Du musst deine Kinder in die Schule schicken. Das ist ja alles immer Normalzustand. Und christliche Schule, ob die besser sind, da können wir streiten. Der Schock kommt dann, wenn es ins Berufsleben geht. Und das Zweite, was ist, wo hat es denn eine, die was taugt? Gell? Da fängt es schon wieder an. Aber hier ist etwas, die Bibel sagt, und das ist der zweite Weg. Ich komme dann zum Schluss, dass der zweite Weg der richtigere ist. Also nicht verkapptes Mönchtum, sondern 1. Korinther 7, 29. Die Zeit, da steht Kairos, das heißt die gesetzte Zeitpunkte, ist nur kurz bemessen, so sollen nun die in der noch verbleibenden Frist, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Schwestern, wisst ihr, was heißt? Was die Bibel sagt? Schwestern sind oft die treuste im Reich Gottes, das möchte ich betonen. Aber wisst ihr, lest es einmal genau, was hier gemeint ist, da sagt Gott zu den Männern. Ihr müsst Gott dienen. Ihr müsst Gott dienen, wie wenn ihr keine Frau hättet. Er ist hart. Ist
Schau mal. Das nächste, was er sagt. Trotzdem, Epheser 5. Du sollst deine Frau pflegen, wie Christus die Gemeinde pflegt. Wisst ihr schon, der Zwiespalt. Also, dass man richtig versteht, ich habe zwei Seiten. Zwei Seiten. Aber wenn es hart auf hart geht, musst du bereit sein, auch zu sterben. Und da kannst du nicht sagen, ich habe hier Familie. Wenn es hart auf hart geht. Es gab in der Verfolgung, ich denke, es war in Karthago, ich weiß nicht mehr genau, welchem Ort, gab es eine Situation. Da hat eine junge Schwester frisch ein Baby bekommen. Dann wurde sie verhaftet mit den anderen Gläubigen und es war klar, sie wurde verbrannt. Bei lebendigem Leib, teilweise geröstet, furchtbare Qualen oder von Tieren zerfleischt. Und da kam ihr Vater zu ihr ins Gefängnis mit dem Baby. Hat ihr das Baby vor das Gesicht hingehalten und gesagt, um deines Kindes Wille, opfere diesen Göttern, wirf die paar Körner in die Schale, du brauchst ja innerlich nicht tun, nur um deines Kindes Wille. Und die Frau, die nachguckt, weh, das Herz ist schon fast gebrochen und sagt zu ihm, ich kann nicht. Der Herr Jesus hat mich erlöst am Kreuz von Golgatha, ich kann nicht. Der Vater hat das Kind wieder mitgenommen und die Frau ist gestorben als Märtyrerin. 22-jähriges Mädchen. Das müssen sie einfach vergegenwärtigen. Das meint hier die Bibel. Du musst, wenn es hart auf hart geht, leben, wie wenn du ganz allein wärst. Du musst jedes Risiko eingehen. Trotzdem natürlich musst du, wenn du im Normalzustand lebst, vollständig als Mann deine Frau versorgen. Du musst als Frau vollständig deine Aufgabe als Ehefrau wahrnehmen. Da muss man es richtig verstehen. Aber die Kinder gegenüber, wenn es hart auf hart geht, hier der Welt gegenüber. Das Gleiche sagt er. Und die weinten, als weinten sie nicht. Noch so große Schläge, Traurigkeit und auch Mitleid und alles, darf dich nicht daran hindern, Gott zu dienen. Und die sich freuten, als freuten sie sich nicht. Und du kannst noch so Freude haben und noch so viel Erfolg, du darfst es nie so weit kommen lassen, dass es hier letztendlich das Evangelium behindert. Und die kauften, als besäßen sie es nicht. Das heißt, wenn du irgendwie durch Gnade Gottes dir irgendwas erschaffst, dann musst du so tun, als hättest du gar nicht. Merkt ihr was? Ich darf mein Herz nicht dran hängen. Das ist der entscheidende Punkt. Lot's Weib heißt, ich hänge mein Herz dran. Und hier sagt er praktisch ganz klar, wenn du mit der Welt umgehst, dann reißt es aus deinem Herz heraus. Du darfst es nicht in dein Herz reinlassen. Du kannst es benutzen, aber du darfst nicht in dein Herz reinlassen. Meine Frau sagt zum Beispiel zu mir, das Auto sieht aus unter aller Kanone, da ist alles vom Salz zerfressen, wasch es gefälligst. Das tue ich natürlich dann. Ich tue es manchmal widerwillig, nur dass es getan ist. Versteht, man soll es Sachen nicht kaputt gehen lassen, aber du musst immer sagen, was ist jetzt letztendlich das Entscheidende in diesem Leben? Was musst du tun? Aber ich muss sagen, der Einwurf meiner Frau war berechtigt, weil es geht ja kaputt, wenn ich Salz in der Abwasch. Da hat sie ja recht. Aber man muss es einfach mal nüchtern sehen. Im Endeffekt musst du hier Erhaltung einnehmen und es rentiert sich, dass ein Gläubiger sich einmal eine Woche lang in der stillen Zeit 1. Korinther 7 vornimmt und es wirklich mal durchdenkt, was das praktisch heißt. Und das Nächste, was er hier sagt, und die Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn diese Gestalt dieser Welt vergeht. Er sagt, du sollst die Welt gebrauchen, wenn es gar nicht gäbe würde. Das heißt doch zu Deutsch, ich lebe in der anderen Welt. Ich lebe im Herr Jesus. Ich lebe in der Reinigung durch Jesu Blut. Ich habe gebrochen mit der Sünde. Ich bin abgesondert von dieser Welt. Benutze aber den Rest von dieser Welt eiskalt. Ich benutze ein Auto, um irgendwo hinzufahren. Ich benutze Kleider, um mich zu bedecken. Ich benutze alles, was ich habe, meine Mittel, um letztendlich vernünftig in dieser Welt zu leben und gleichzeitig Gott zu dienen. Aber es darf mich nicht ergreife. Und jetzt sagt der Vers 32, wo die Falle sitzt. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Er will nicht, dass ihr Sorge ist. Und dann redet er auch noch der. Das heißt, er will, dass keine Sorge da ist, dass ein Mensch hier normal lebt, aber die Welt darf ihn nicht greifen. Und das kann man nur, wenn man innerlich vollständig ausgeht. Und dann kommt Lukas 24. Das ist dann, so langsam schließt sich der Kreis. Lukas 24, 45. Wer ist nun der treue und kluge Knecht? Wer ist der, zu Deutsch, der ausgegangen ist aus Sodom und Gomorra? Wer ist der wahre Gläubige? Und er sagt hier, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen Speise gäbe zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, der von Gott eine Berufung hat. Jetzt heißt es 46. Glückselig ist jener Knecht, der sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Jetzt sagt er, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle Güter setzen. Vers 29. Wenn der aber in seinem Herzen sagt, Gott kommt nicht und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken. Merkt ihr, was das ist? Sodom und Gomorra. So wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt.
und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt. Es kommt auf mein Herz an. Ich muss in meinem Herzen vollständig gelöst sein von Babylon, Sodom und Gomorra. Ich muss ausgehen, innerlich. Ich muss Buße tun. Ich muss sagen, ich will das nicht. Es langt nicht, Formelles zu tun. Ich muss raus. Und dann sagt die Bibel, dann bist du bereit, wenn der Herr kommt. Dann bist du an der Arbeit. Da brauchen wir dir überhaupt nichts erzählen von Endzeitbereitschaft, von Wegen. Das ist dann ein selbstverständlicher Normalzustand eines wahren Gläubigen. Lukas 21, 34. Habt Acht auf euch selbst. Das ist die Parole für die Endzeit. Habt Acht auf euch selbst. Jetzt was sagt er wieder? Dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit, Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Jetzt sagt er hier letztendlich, habe Acht auf dich selbst, dass du nicht Sodom und Gomorra Denker anziehst in deinem Hirn, sonst muss raus. Darum wacht jederzeit und bittet, dass er gewürdigt werde, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das heißt, da gehört dazu, dass man im Gebet kämpft, dass man mit Gott ringt um die richtige Haltung, dass man bereit ist, wirklich sich um das zu kümmern. Guckt mal eure Gebete an. Um was betet ihr? Betet ihr, diese Endzeit zu überleben? Betet ihr, dass ihr die richtige Haltung einnimmt? Oder um was betet ihr? Ich weiß doch, wie das geht. Der Rollator klemmt, ich brauche eine neue Rollator. Herr, habe ich gerade genug Geld zum Rollator gekauft? Muss ich überlegen. Wisst ihr, noch geht's an, da dreht sich plötzlich um den Rollator. Der ist zwar nett, aber der bringt mich nicht in den Himmel. Versteht? Das nützt nichts, das ist Nebensache. Muss auch geregelt werden, sehe ich voll ein. Aber es kann nicht mein Denker ergreifen. Ich habe jetzt ein Problem, wo ich zur Beerdigung muss. Ich muss eiskalt entscheiden. Ich habe im Geschäft was, habe da was. Ich muss entscheiden, was hat Priorität? Reich Gottes oder das andere? Muss ich halt ein paar andere Dinge kaputt machen. Und das ist das, was die Bibel hier meint. Sie meint, habe Acht auf dich selbst, dass das Babylon-Denken nicht in deinem Kopf ist, dass du nicht an Sodom und Gomorra hängst, wie Lots Weib oder wie die zwei Mädle, die dann letztendlich zum Elend werden für ganze Völker. Daraus ist Sündhaftes entstanden bis zum geht nicht mehr. Philipper 3,20. Und jetzt geht Gott ganz einfach hin und sagt, durch den Paulus, was Gott eigentlich will. Und damit hast du zusammengefasst eigentlich genau das, was hier gemeint ist mit Lots Weib. Ich lese schon ab 17, Philipper 3, 17. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seid auf denjenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele, schimmert Masse, wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Jend ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber, statt im griechischen Wort, wo unsere Politik davor abgeleitet ist, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird, seinem Leib der Herrlichkeit vermöge der Kraft, durch die er sich selbst alles zu unterwerfen vermag. Wenn er dann Kapitel 4 liest, dann seht er plötzlich, was er meint. Er sagt praktisch, du musst dafür sorgen, dass dein Bürgerrecht wirklich im Himmel ist. Du musst innerlich ausgehen von Sodom, von Gomorra, du musst ausgehen letztendlich auch von Adama und Zeboim, von den halbweltlichen Dingen. Du musst ganz ausgehen, du musst vor allem aus Babylon aber radikal ausgehen und du musst Gott dienen. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Du musst den Herrn erwarten, du musst brennend sein, dass der Herr kommt. Du musst ihm dienen von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Und wenn wir jetzt Kapitel 4 sieht, sagt er, was ist es denn das, was mich gefährdet? Und dann sagt er, die Sorge. Und das ist die Hauptwaffe des Teufels, um mich nach Sodom und Gomorra zu führen. Das ist doch gar keine Frage. Sodom und Gomorra beginnt letztendlich mit Sorge. Ende tut es in der Sünde, sind wir uns einig. Sorge führt immer zur Sünde. Aber er sagt hier, ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Und dann erklärt er und sagt, wenn ihr richtig geht, sondern alles vor Gott niederlegt, wirklich zu Füßen Jesu liegt, dem Herr Jesus alles bringt, am Saum seines Kleides hängt, wirklich mit ihm durch diese Welt geht, dann sagt er, dann, Vers 7, wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn er mein Herz bewahrt, gehe ich dann nach Sodom? Gehe ich dann nach Gomorra? Gehe ich nach Babylon? Nein! Sondern dann bin ich wahrhaftiglich bewahrt.
Aber eines muss uns klar sein. Wir müssen zuerst schon mal erkennen, in was für einer elenden Welt wir leben. Dass hier alles kippt, dass alles in die Sünde und ins Elend geht. Das Zweite muss klar sein, dass mein Herz, solange ich nicht gereinigt bin durch Jesu Blut, solange ich nicht mein Seelenleben in den Tod gegeben habe und solange ich nicht mich ganz ausdrücklich und radikal auf die Seite Jesu gestellt habe, gefährdet ist. Das heißt, wenn ich das nicht tue, wenn ich das getan habe, eine klare Bekehrung und Wiedergeburt, und dann hier nachgelassen habe, dann passiert Sardes. Dann setzt ein Prozess des Sterbens ein. Dann rutsche ich langsam in den geistlichen Tod zurück. Muss mir bewusst sein. Mit dieser Herzenshaltung. Ich habe einfach dauernde Reinigung. Ich habe mein Seelenleben in den Tod gegeben. Und ich lebe in dieser anderen Welt. Nämlich im Evangelium. Werde ich überwinden. Und dann wird der Friede Gottes mein Herz bewahren. So nichts passiert. Wisst ihr, das ist das, was ich mir wünsche. Das wünsche ich uns. Gedenket Lots Weib, sagt der Herr. Es ist noch besser, in aller Schwachheit wieder Lot ans Ziel zu kommen. Aber es ist eine Katastrophe, wenn was passiert wie bei Lots Weib. Man braucht kein Supergläubiger zu sein, aber man sollte ans Ziel kommen. Man sollte aufstehen, beginnen Buße zu tun. So wie der Herr in dem Sinnschreiben Laodicea sagt, er steht vor der Tür, er klopft an, man sollte in sich gehen, nicht um sich schlagen, sondern in sich schlagen, um letztendlich sein Herz zu bereiten. Und dann sagt die Bibel, wenn das Herz bereitet ist, dann wird der Friede Gottes dein Herz bewahren, wird nichts passieren. Dann sehen wir uns alle wieder. Aber ich sage es nochmal zum Schluss, es ist gefährlich. Der Herr sagt, gedenket Lots Weib. Er sagt nicht, tröste dich, der Lot kam auch ins Ziel. Das sagt er nicht. Er sagt, gedenke Lots Weib. Er sagt, Vorsicht, die Endbotschaft vom Herr Jesus ist Vorsicht. Lots Weib. Nicht, der Lot hat es geschafft, sondern Lots Weib, Vorsicht. Ich möchte beten, wenn wir uns nochmal erheben. Und der Jesus möchte einfach gehorsam sein und den Lots Weib gedenken. Und diese Frau, die ihr Herz nicht lösen konnte von Sodom, von Gomorra, von Babylon. Und du siehst, wie unsere Herzen so elend sind, wie der Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Dass unsere Herzen so oft, genauso wie wenn man Magnet in diese Dinge gezogen werden. Aber ich danke dir, dass du uns so, wie es in der Offenbarung steht, das perfekte Überwinter-Handwerkszeug gegeben hast, dass wir uns reinigen können durch dein kostbares und teures Blut, so unsere das Seelenleben in den Tod geben darf und uns ganz bewusst auf deine Seite zu stellen, auf dass dein Friede unser Herz so letztendlich beherrscht, dass wir wirklich Bürger dieser neuen Welt sind, Bürger der Erlösten, und dass wir genau dich erwartet, dass wir bereit sind, wenn du kommst. Ich weiß nicht, wo jeder steht bei uns, Herr Jesus, aber ich weiß, wo ich stehe. Gib uns einfach Gnade, dass jeder vor dir, wenn er nicht bekehrt ist, sich von ganzem Herzen und radikal zu dir wendet. Dass aber wir Gläubige einfach beginnen, Buße zu tun, beginnen, in uns zu schlagen, beginnen, das, was sterben will, aufzuhalten, zu stärken, unser Herz auszurichten und uns letztendlich dir zuzuwenden, auf dass du am Schluss unsere Herzen bewahren kannst, bis du wiederkommst. Und dafür danke ich dir. Amen.